Am Weg in die Zukunft der Automobilbranche. Das selbstfahrende Fahrzeug. Autonomes Fahren. Diese Technologie wird die Mobilität der Zukunft bestimmen. Darüber sind sich auch die Experten bei der Veranstaltung Mobility Hotspot Autonomes Fahren und Fliegen des steirischen Autocluster AC Styria beim ÖAMTC-Stützpunkt in Lebring sicher. Anleihen zum autonomen Fahren, ja, die kann man sich in der Flugzeugbranche nehmen. Das bestätigt Referent und Flugkapitän Hans-Friedrich Geider in seinem Vortrag. Und diese Anleihen sollte man sich möglichst schnell nehmen, weiß AVL-Vorstand Uwe Dieter Grebe. Er geht nämlich davon aus, dass wir schon 2020 die ersten selbstfahrenden Fahrzeuge auf unseren Straßen sehen werden. In der anschließenden Fachdiskussion dämpft ausgerechnet Autobahnbetreiber Asfinag diese Erwartungen. Vorstand Klaus Schierhackl will zunächst für optimale Straßenqualität österreichweit sorgen, ehe in hochmoderne Infrastruktur investiert wird. Doch nicht nur die wird es für das selbstfahrende Fahrzeug brauchen, auch rechtlich gibt es noch Stolpersteine. Diese Hindernisse müssen noch aus dem Weg geräumt werden. Licht am Ende des Tunnels ist allerdings schon sichtbar.